Weil man mich zu Recht für einen Trottel hält, weil man mir die Mannequin-Karriere verstellt, weil das Mambo-Tanzen sich nun auch nicht mehr lohnt, weil auf dem Mambo-Königsthron bereits ein anderer thront, weil ich beide voll gefressig bin, entscheide ich prompt, dass für mich nur eine erholsame Beruf in Frage kommt. So komme ich um die Erkenntnis nicht umhin, dass ich wohl zum Staatsmann geboren bin. Denn wie sagte doch mein Vorbild Fred Kaczowski einmal, nach seinem elften dicken Immobilienskandal, wer die Noten liebt, der mache Musik, doch wer die Banknoten liebt, der mache Politik. Was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten platzen dir die Taschen aus den Nähten. Du kannst dir auch leisen sohlen, dein Schäfchen ins Trockene holen. Prost, es lebe die Partei, frisch und fromm und steuerfrei. Etwas Anständiges habe ich Gott sei Dank nicht gelernt, hielt mich stets vom rechten Pfad der Tugend entfernt. Und so steht, wenn ich mir meine Fähigkeiten überleg, einer Laufbahn als Politiker schon gar nichts mehr im Weg. Außerdem habe ich nur ein paar Trümpfe auf der Hand. Mir sind von dem Minister ein paar Dinge bekannt. Durch Kaczulskis Immobilienfirma ist er mir vertraut, denn der hat dessen Mätresse einen Swimmingpool gebaut. Und zum Danke dafür, dass die Frau Minister nicht erfährt, hat er ihm den Auftrag für eine Sozialsilung beschert. Dabei fliegt für den Minister noch ein Bunkerloh mit an. Und Kaczulski baut noch 80 Kilometer Autobahn. Ja. Was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten platzen dir die Taschen aus den Nähten. Du kannst dir auf leisen Sohlen dein Schäfchen ins Trockene holen. Prost, es lebe die Partei, frisch und fromm und steuerfrei. Der Minister, der sich während jeder Sitzung schlafen stellt, tut als ob er wie die anderen nur sein Mittagsschläfchen hält. Hat dabei die Ohren offen und verdingt sich als Spion. Bei der Rechten, bei der Linken, bei der Opposition. Dieses Wissen bringt mir mehr als ein Hochschulstudium ein und beschleunigt die Beamtenlaufbahn ungemein. Wenn der Mann an seinem Amt tut, es liegt ihm da daran, dann versteht er, dass er auf mich nicht verzichten kann. Wenn ich dann die schwere Würde meines hohen Amtes trag, erlaube ich mir den ersten Beratervertrag. Kassiert von jedem Rüstungsauftrag Provision. Beginn eine Kampagne gegen Korruption. Was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten platzen dir die Taschen aus den Nähten. Du kannst dir auf leisen Sohlen dein Schäfchen ins Trockene holen. Prost, es lebe die Partei, frisch und fromm und steuerfrei. Früher hatte ich vor Wahlen noch Gewissensqualen, heute wähle ich die, die mir am meisten dafür zahlen. Und geht irgendwann die Fraktion Baden dabei, dann höre ich auf mein Gewissen und ich wechsle die Partei. Unter meinesgleichen habe ich mich bestens bewährt, darum wird mir nächstens das Verdienstkreuz beschert und ich werde vom Papst empfangen, geadelt, geehrt, nach der alten Devise, wie gut spielte, gut schwert. Die Zukunft sehe ich rosig, die Kollegen schweigen still, weil von denen keiner vor den Untersuchungsausschuss will. Und platze ganze Schwindel eines Tags damit schon, dann gehe ich krankheitshalber frühzeitig auf Pension. Was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten platzt dir die Taschen aus den Nähten. Du kannst dir auf leisen Sohlen dein Schäfchen ins Trockene holen. Prost, es lebe die Partei, frisch und fromm und steuerfrei.